Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, bevor Canyon Crossing, Dienstag, für meine Aufnahme, Probe. Ja, weiter geht's, hier, Mission, Abkehr von Gerstefelder. Aktuell 37:30. Helfe ich gerade? Fahren wir selber. Wir lassen nur mit GPS und mit Dings fahren, ne? Der kommt nicht klar. Ist weit weg. Naja, gut. Lass mal ein bisschen arbeiten, dann wird schon gehen. Und so ist ja so, dass die Fahrer ein bisschen sich einstellen müssen. Dann geht das. Ja. Juni. Kühe sind versorgt. Ja, Stroh ist leer, weil das Einstreu. Den werden wir hier nicht bekommen. Das ist einfach eine Mission. Unsere eigenen Felder. Sobald das losgeht, und zwar eigene Felder Richtung Hafer und Weizen. Zukaufen ist aktuell auch nicht möglich, ne? Doch, hat abgetankt. Ja, Vertrauen haben, ne? Ja, wenn die Berechnung besser gehen würde, aber ja. Eine Energie, die für einfach gedacht ist, war vierfach schon Grenzen und Grenzstöße und jetzt bei 16-fach ist klar. Wo wir eigentlich weit weg von Schuss sind. Also, ja, es geht aber, ne? Eine Bahn haben wir geschafft mit 85%, 87%. Heftig. Geht nicht hoch, Herr Bursche. So, Lenkung. Gut. Oh, na, juckt. Geh hier mal Signal, ne? Da kommt einer her von uns ab. Position. Ist es nicht, ne? An Tastatur ist ein Mist. Dann lassen wir so. Ich guck auf Tastatur und passiert. Geht ja bei Mission nicht kaputt. Ja, es geht auch an die Umleuchte, ne? Aber meine geht nicht. Nicht angesteckt. Kann sein. Ist auch unendlich. Ist ja auch nur Spielzeug, ne? Keine Angst, ich beiß nicht. Spiel drinne? Ja. So. Kollege ist auch gleich voll. 30 ist fast erledigt. Zack, weiter geht's. Ja, in der Alim geht's ja überall los, ne? Jetzt mit Düngen, Gärreste ausbringen und weiß ich alles. Unkrautbekämpfung. Konkurrenzdruck. Was für Position ist hier oben? Okay. Na egal.
Oder noch eine andere nebenan, aber das mit Funk und das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was ich jetzt mache, ist eine Probeaufnahme mit der Kamera hinten rücken und dann muss ich mal schauen, wie das aussieht. Ist aktuell noch ein grünen Bildschirm mit bei, also von der Rückwand. Aber mal schauen, wie das funktioniert. Wie es aussieht, wie es überhaupt rüberkommt mit dem Ton. Ob ich extern ein Mikrofon nehmen muss. Vermute mal ja. Muss ich nur entsprechend zuschalten. Mal schauen, wie lange der Akku reicht. Das ist ja jetzt ist der schon wieder voll. Müsste eigentlich hier auch ausklappen, dass wir nächste Runde nicht voll reinfahren müssen. Ne? Lassen wir die Zeit, dass er anreagieren reagieren kann. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen mal DVDs gekauft oder Blu-rays für Filme. Und ich glaube, damals kam das Game of Thrones irgendwie im Fernsehen. Ich weiß gar nicht genau, wann. Für welchen Sender. Jedenfalls schon damals interessiert, aber bei Serien immer so, du schaffst ja von der Zeit her gar nicht. Ne? Dann einmal durch Zufall gesehen, im Gesamtpaket, alle Staffeln. Und dann, ja, mal zugeschlagen. Ich weiß nicht, wie teuer das war, keine Ahnung, habe ich in den Kopf. Es war jedenfalls ein bezahlbarer Raum, also wenn es zu teuer ist, mache ich es eh nicht, aber ich habe mir mal so für entschieden, das so gut zu legen. Jetzt habe ich angefangen zuzuschauen, das ist schon halbe Sucht. Hier geht's weiter, ne? Interessant, die geht nur um Macht und Intrigen. Für die wahren Probleme haben sie gar keinen Überblick. Ne? Das ist ja ein bisschen bescheuert. Man weiß das so, ne? Also rein technisch gesehen. Aber ist halt Film, aber ist aber echt auch so. Und ich sag mal so, was da so läuft, Inzuchtmäßig, also ist schon heftig. Ich meine, in echt war es ja teilweise auch so, ne, dass die Königshäuser ihre Blutlinie behalten wollten. Im Grunde die Machtbeherrschung, also die Macht nicht teilen wollten mit anderen Geschlechtern, aber gerade das ist das Problem. Sehe spanisches Königshaus im Mittelalter, dass die da große Probleme hatten. Also die war hinterher schon mit geistig Behinderung etc. Ne? Also das ist dann schon extrem. Und da ist es auch so, dass man sieht, oh ja, das ist schon ja verhitschelt oder weiß nicht. Wenn man der Meinung, dass egal wer wo was ist, soll man ein bisschen Realleben kennenlernen, ne? Wie es in echt läuft. Also abschließen können wir 30 nicht, dann wäre es Fehler, dann wären wir hier schon was verschenkt. Wir brauchen ein bisschen, das kann jetzt 47 Auto überhaupt. Das geht auch alles. Letzte Runde kann er alleine machen. Wir werden mal gerade ausfahren und dann uns ausklinken. Und dann nachher mal gucken, was die 47 macht. Oder da schon fertig ist und nur die Menge geliefert werden muss. Das kann auch sein. Nee, der 47 war schon fertig. Da fehlt nur noch die Gerste.
Also die Menge. Und da sind sie unterwegs, ne? Zwei sind hier. Einer unterwegs, denke ich mal. Die Kamera aus. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja. Irgendwann muss ich da mal einstellen, dass da nicht hinhaut. Also. Ich finde. Ja, die schalten sich aus. Schlecht. Den Grund weiß ich nicht. Zu warm? Eigentlich nicht. Das soll normalerweise nicht passieren, dass man in der Frucht wieder reinfahren muss, ne? Deswegen ist da. Oder fährt näher raus, das kann auch sein, wenn er voll ist. Wir fahren mal raus und wir fahren die Ehrenrunde, ne? Dass er vorbei kann. Ohne GPS, ne? Bisschen ein Aufbau und war zum letzten Meter. Bis dahin kommt er dann, ne? Eine Fernbedienung. Wieder ohne. So. Das ist Technik. Auf 21. So. Holz muss ich noch ein bisschen wegschaffen. Der ist fertig. Ist da kein Abfahrer in der Nähe oder ist er unterwegs? Gute Frage, ne? Der ist für 21. Der fährt weg. Was zu tun, ne? Bergauf. Abfahren unterwegs, also da kommt bald zurück. Nehmen wir hier den Rest rein und dann geht er Richtung. Müsste ich eigentlich bei der Mühle abliefern, um das zu testen, ob das funktioniert. Ansonsten müsste ich die Mühle tiefer setzen irgendwie. Also es funktioniert nicht so, wie es sein soll. So. Gibt es eine andere Mission? Also müssen wir, wollte aber erst andere abschließen. Damit wir da. Er hat einen abgeschlossen. Düngen. Lieferung. Spritzen können wir noch nehmen. Können wir auch Bären, ne?
Wir vergehen zur Spritze. Spritzen wir bei 7. Müsst ihr aber erst im Händler fahren. So. Und da nehme ich eher. Aber ich voller was fehlt, ne? Was ist hier drin? Das leer oder voll? Na, das passt doch. Da kann man die Müll testen. Oh, zweite Folge. Oder ein Lenkrad justieren. Oh ne, gleich. Ja, Ballen holen. Oh je, viel Arbeit. Alles rennt ja nicht weg. Die Wiesen müssen nicht gedüngt werden. Mal zusagen, ne? Das ist immer das Gute dabei. Hier müssen wir ein bisschen was tun. Da was läuft, und wenn es läuft. Mal knapp was rauskippen. Den. Irgendwie rollen die Fahrzeuge allerdings weiter. So. Müssen wir schauen. Das ist Lage. Wie das hier jetzt vorwärts geht. Ob das die Höhe passt. Ne? Also bin ein bisschen skeptisch. Müsste eigentlich auf der Höhe sein, wie das Ding ist. So, aber tiefer ist ja eh wurscht, würde ich behaupten. So, den können wir nach Hause fahren. Den Kurs kann man löschen. Das wären ja die Flächen alle zum Feld dazu. Also so viel Wiesen will ich auf Dauer nicht haben. Lässt sich mal gutes Geld verdienen. Aber. Und Kraut drin, ne? Alles für alles kaputt. Aber recht gut da. Das nehmen wir mal mit. Muss noch ein Ballen voll werden. Ansonsten. Die Menge kriegen wir auch noch hin. Und links. 2,8. Oh. Hier ist noch mehr wie ein Ballen. Aber ein auf jeden Fall. Mal gucken, wie lange das Roll so reicht hat. Für die 80 Runden, glaube ich. 80, glaube ich. Silage haben wir ausreichend. Stroh haben wir auch genug bekommen. Anna wird sie finden. So. Das dürfte reichen. Ja, und die anderen Wiesen, die wir jetzt aktuell haben, bleiben auch so. Das neue wird zu den Dingen dazugegeben, das sind Feldern. Sobald ich da mit Gruppen oder Flügen werde, das ist je nachdem, was verlangt wird. Ob ich da oben loses Stroh habe? Habe ich einen Sammelwagen? Eigentlich nicht. Hier runter. So. So. Angekommen. Ich bin ja gespannt.
Mit der Katze, wie ich da drüber kriege. Das weiß ich noch nicht. Osterhasen kann ich mir auch nicht aus. Soundboard hier, was hier ist, ein Surfen hier. Auch nicht. Ich hab keine Leichen gefunden. So. So, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sag mal schon Dank fürs Reinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.